Hi Leute und willkommen zurück zu einem neuen Part Bayride. Im letzten Part habe ich ja erfolgreich diesen Rückeroberungstrupp besiegt. Ich habe dann in der Zwischenzeit ein bisschen weitergespielt und es kamen, glaube ich, nochmal zwei Rückeroberungstrupps. Die habe ich auch besiegt und dann war der dritte im Anmarsch und dann dachte ich mir so, hey, für was soll ich den jetzt eigentlich noch besiegen? Denn außer, dass ich mit der Stadt handeln kann und dass ich natürlich diese Apprentice-Leute kriege, habe ich doch eigentlich keinen Vorteil mehr. Und deswegen habe ich jetzt Herndin wieder zurückerobern lassen. Denn wie gesagt, meiner Meinung nach brauche ich Herndin aktuell nicht mehr. Und sollte ich es brauchen, dann bin ich wahrscheinlich auch schon stärker und kann diese Trupps schneller erledigen. Genau, in dem Sinn, ich habe ein bisschen gebaut. Ich zeige euch jetzt alles und dann würde ich sagen, let's go. Was wir jetzt auf jeden Fall zuallererst machen, ich nehme jetzt mal hier noch die drei Stück geräuchertes Fleisch, denn wir haben ja immer noch die Sonderlieferung, dass wir Ansgar Selby diese nach Pet Store bringen müssen. Und genau das werden wir jetzt auch erst einmal tun. Wo ist es? Pet Store ist hier. Dann einmal dorthin düsen. Also wenn ich jetzt komplett falsch liege mit dem, was ich euch gerade im Intro erzählt habe, dann sagt mir bitte auch nochmal Bescheid. Aber wie gesagt, ich bin halt der Meinung, dass ich Herndin jetzt aktuell nicht brauche. Denn alles, was die jetzt mit mir handeln wollten, habe ich ja eigentlich auch selber. Deswegen, ja, denke ich halt, es macht einfach irgendwo aktuell keinen Sinn. Übrigens, wenn ihr es noch nicht gemerkt habt, das Update, das ich in meinem Video ja bereits vorgestellt hatte, ist seit gestern auch draußen. Und es ist tatsächlich eigentlich relativ cool, dass es jetzt auch den Forestry-Dings da gibt. Den habe ich auch schon platziert, den zeige ich euch dann gleich auch noch. Wo ist denn unser Ansgar? Hier. Grüß dich. Yes. Was die Gegenstände angeht. Okay. Sehr schön, dann haben wir das jetzt abgegeben und jetzt müssen wir mit Walter Roes reden. Wo ist er denn? Ach so, er hier oder was? Ich will keinen Ärger, wonach suchst du? Ach, er erzählt uns, dass Ansgar hier quasi seine Steuern nicht richtig gezahlt hat und wir fragen ihn jetzt, was er schuldet. 100 Münzen und es ist ihm egal, wo das Geld herkommt. Ich habe nicht so viel, aber gebt mir einfach ein paar Tage. Jetzt sagt er hatte wochenlang Zeit, um es zu bezahlen. Verletze den Ältesten nicht, ich werde mit Geld zurück sein, versprochen. Okay, ja dann kann ich ihm das ja auch gleich geben. Und dann haben wir das auch wieder erledigt. Und jetzt muss ich wieder zu Ansgar zurückkehren. Wie gut, dass er hinter uns steht. ich wollte dich nicht einfach von diesem Bastard schikanieren lassen. Ja, natürlich, danke. Passt auf euch auf, Ältester. Wartet. Ich kann dich nicht mit leeren Händen zurücklassen. Bitte nimm das. Ach, wieder nur Arbeiter und Forschung. Nimm mal Arbeiter. Und noch etwas extra von den Dorfbewohnern. Dann nehmen wir Handwerk. Cool, dann haben wir die Quest nämlich jetzt auch erledigt. Und dann düse ich mal kurz jetzt zurück ins Dorf und zeige euch, was ich da so gezaubert habe. So, also zuerst mal wurde gerade unsere Gerberhütte fertig abgeschlossen. Die gucken wir uns auch gleich an. Hier habe ich jetzt auf jeden Fall den Förster platziert, den ich schon erforschen konnte. Ich glaube, ich bin mir aber nicht mehr sicher, ob ich dafür den Apprentice Bauer gebraucht habe oder nicht. Aber wir haben dieses Ding jetzt und hier könnt ihr natürlich jetzt auch verschiedene Sachen einstellen, welche Priorität eben was hat. Und hier kann man quasi dann Baumsamen hinzufügen, Dünger und Wasser und dann werden halt hier quasi die kleinen Setzlinge gegrowt. Ja, da bin ich mal gespannt, wann hier jemand zum Arbeiten beginnt. Jetzt lass mich mal kurz nachschauen, gibt es denn jetzt vielleicht ein extra Ding mit Förster? Nein, gibt's nicht. Okay, ja, dann wird schon irgendwer da irgendwann mal hingehen. Was habe ich denn noch erforscht? Den Kesselhut haben sie fertig erforscht. Dann habe ich natürlich, was habe ich noch platziert? Wartet mal, ich muss kurz hinterdüsen, dann zeige ich es euch nämlich. Ich habe noch das Gerbereigestell, hier hinten ist es, erforscht. Das kommt jetzt hier hin, genau, Trockenständer war es. Der wird gerade gebaut anscheinend. Was habe ich denn noch erforscht? Wartet mal, ich muss mal kurz gucken.
Ich glaube nichts weiter. Was ich natürlich gerne hätte, wäre der Speisebeutel. Aber da, wie schon gesagt, braucht ihr den Apprentice-Gastwirt und den bekommt man nicht in Herndien. Ich weiß jetzt nicht auswendig wo, da müsste ich in die Liste gucken. Aber ja, so ist das leider. So, also was können wir denn jetzt noch erforschen? Oh, ich kann die Hütte tatsächlich erforschen, ein schöneres Zuhause für mich selber. Den Sammelplatz kann ich erforschen. Da ist es jetzt tatsächlich ja so, sie rüsten sich mit Essen aus und sie nehmen sich auch Ausrüstung. Ich habe das ja schon mal kurz getestet in meinem anderen Video. Da haben sie aber, glaube ich, keine Ausrüstung genommen, sondern nur Essen. Ich weiß halt auch nicht, wenn sie dann den Speisebeutel haben, ob sie sich dann eben... Ach doch, das steht ja hier. Mit diesem besonderen Rucksack kannst du extra Nahrung für dich und deine Gefährten mitnehmen, was für lange Kreuzzüge unerlässlich ist. Ich weiß natürlich nicht, ob sie sich den dann quasi auch auffüllen, wenn der Sammelplatz dasteht. Und da ich den ja leider noch nicht machen kann, werden wir es jetzt auch nicht rausfinden. Ich kann die Hose mit Lederkniepolstern auf jeden Fall noch erforschen. Und halt das andere Zeug, was hier ist. Hierfür braucht man die Rohhaut. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ich die dann erforschen kann. Wir machen jetzt erstmal die persönliche Hütte für mich und dann gucken wir mal kurz nochmal rein zu dieser Gerberhütte. Hier. Veredelung von rohen tierischen Materialien, hauptsächlich Felle und Haut zu hochwertigem Leder. Das werden wir natürlich sofort platzieren. Und zwar vielleicht irgendwo am besten hier in der Nähe. Aber wie bloß? Hier würde es hingehen. Oder sollen wir es hier so hinstellen zum Trockenständer? Aber das geht irgendwie nicht, oder? Doch hier. Okay, stellen wir es einfach dahin. Dann, liebe Leutchens, gehe ich kurz mal in die Haie. Und dann schauen wir uns am nächsten Tag noch was anderes Schönes an. Supidupi. Gucken wir aber noch mal ganz kurz in die Quests, was wir jetzt noch alles haben. Ja genau, Bronzepfeil geht ja nicht. Die Vertrauensstufe Freund geht auch nicht. Harte Arbeit, das ist in Bradford. Das ist in Farnworth. Und dreimal Rohhaut. Jetzt ist die Frage, haben wir denn in Petstore irgendwie keine Quest mehr? Da müssen wir auf jeden Fall später nochmal vorbeischauen. Jetzt essen wir mal ganz fix was. News from the kingdom? There's always something. So, jetzt haben wir auch einfach mal ein bisschen mehr von den Fleischressourcen hier, was natürlich auch nicht schlecht ist. Und jetzt pacen wir mal woanders hin. Und zwar war ich auf der Suche nach Eisen und bin hier runtergedüst und zwar komplett bis zum geht nicht mehr. Und ich habe auch Eisen gefunden. Und zwar einmal hier, das ist rechts von Horndin, ist hier einmal Eisen und hier. Und tatsächlich hier bei diesem kleinen Spot ist auch Eisen und sogar Granit, aber den kann ich noch nicht abbauen. Der ist aber auch einmal hier noch und einmal hier weiter oben, also näher auf jeden Fall. Was ist das hier? Leben. Wir reisen jetzt also hier runter, denn ich habe da was hingebaut. Und zwar unseren allerersten Außenposten. Und da wir ja noch quasi die Stadt Bronx hatten, wie ich ja mein Dorf eigentlich zuerst benannt hatte, heißt jetzt dieser Außenposten eben Bronx. So, dann ist es nämlich auch genutzt und ist nicht einfach immer so leer da drin. Und ich habe hier dann tatsächlich die große Hütte hingebaut, die Bergbauhütte, habe dann einen Arbeiter hierher kommen lassen, der 5 Tage gefühlt gebraucht hat und ich gefühlt 5 Tage, um das Scheißding zu bauen, weil ja keiner da war, der mir geholfen hat. Und genau, ich habe ihm dann hier eben auch noch ein Lagerhaus hingebaut und eine kleine Feuerstelle und selbstverständlich auch eine kleine Hütte. Und ja, er ist jetzt hier einfach dabei, das Eisen abzubauen. Schauen wir mal, was er jetzt hat hier alles macht. So, ihm fehlt die Spitzhacke, die ist kaputt. Alles klar, ich habe es aber eigentlich so eingestellt, dass hier Zeug hergeliefert wird. Wieso habe ich denn jetzt eigentlich noch die 5 Stück geräucherte Fleisch im Inventar, die Ansgar doch haben wollte? Naja, okay, dann tun wir halt die mal dort rein. Und die Hütte ist fertig erforscht, super. Leute, passt mal auf. Wenn ich hier auf Siedlung gehe und dann auf Lieferungen,
Dann habe ich es jetzt halt so eingestellt, dass täglich Eisenerz, und zwar 20 Stück von der Bronx nach Lunetria geliefert werden. Und was ich jetzt hier auch nochmal einstellen möchte, wenn ich jetzt mal hier Spitzhacke, kaputte, robuste Spitzhacke. Die muss nach Lunetria und zwar täglich, jetzt machen wir mal 2, denn dann müsste ja das kaputte Zeug zu mir ins Dorf geliefert werden und die Leute können es reparieren. Und andersrum habe ich jetzt hier eigentlich eingestellt, dass er wöchentlich Spitzhacken bekommt, täglich Bärenpilze und Holz, damit er sich hier am Feuer eben die Pilze auch machen kann. Ich weiß jetzt nicht, warum hier abgeschlossen 0 steht. Bei einem anderen Tag haben sie irgendwie mal 2 Sachen geliefert, aber ich weiß nicht, warum das nicht funktioniert. Er hat halt auch keine anderen Beschäftigungen. Ich meine, er hat Ernten und irgendwo hier gleich ist auch Baumwolle. Deswegen habe ich keine Ahnung. Ja, genau hier, Wollgras. Warum er das nicht erntet? Wenn ihr da also Tipps habt, wie ich das hier noch effektiver machen könnte, dass das auch alles klappt, muss ich da vielleicht bei den Lieferungen hier noch was einstellen. Also quasi hier, dass er auch liefert oder wie genau muss ich das machen. Es wäre super, wenn ihr mir das mal in die Kommentare schreiben würdet. So, jetzt habe ich erstmal hier genug erzählt. Ich glaube, dass ich mehr nicht gemacht habe. Ich habe noch 2 Quests abgegeben, aber das waren die, die wir auch schon ewig hatten. Und deswegen würde ich sagen, wir gehen mal nach Pet Store und schauen jetzt tatsächlich, ob wir da noch irgendwelche Quests haben. Ich meine, der Ort hier ist halt sau abgelegen. Also irgendwas anderes wie das Eisen, der Granit und diese Wollsamen wächst hier halt einfach nicht. Aber ich dachte mir, das ist eigentlich ganz chillig, weil dann kommt halt auch keiner her und geht ihm auf den Sack. Genau, das war eigentlich jetzt so der Hintergrund. Ich weiß, dass es irgendwo anders noch Eisen gibt. Den Platz habe ich aber tatsächlich jetzt noch nicht gefunden. So, auf nach Pets to the Stow. Und weil es mir gerade nochmal einfällt, was ich ja auf jeden Fall auch noch brauche, ist, glaube ich, Torf. Und Torf müsste irgendwo hier sein. Das heißt, da müssen wir dann auch nochmal gucken gehen. Denn das brauche ich ja, um das Eisen zu schmelzen. Und das Eisen brauche ich ja wiederum für bessere Werkzeuge. Tja, so ist es. Düsen wir einfach mal von vorne rein. Und ich kann ja mal gucken, ob er vielleicht aktuell noch irgendwelche Stärkebücher für mich hat. Welche Bücher hast du? Nein, er hat leider tatsächlich keine Stärkebücher für mich. Aber ich kann nochmal 2 Bogenschützenbücher kaufen. Ich denke, das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Deswegen skillen wir das nochmal. Ich habe jetzt eh schon 6 von 10, aber ja, schaden kann es ja nicht. So, und hier ist jetzt tatsächlich keine Quest mehr, oder was? Das kann doch gar nicht sein. Wir fragen hier nochmal bei ihm nach. Kann ich dir irgendwie helfen? Er hat nichts für mich. Okay. Nee, nichts. Anything else? Ja, okay, dann ist wahrscheinlich tatsächlich hier nichts mehr und wir müssen einfach mit den Quests in Brad Pitt fortfahren. Leute, wo bekomme ich denn diesen Vorschlaghammer her? Bitte sag mir das mal, weil sonst kann ich diese blöde Quest ja gar nicht fertig machen. Ja, und das ist halt hier alles in Farnworth. Ich muss mal gucken vielleicht, ob ich 3 Eberhauer jetzt gerade vorrätig habe oder nicht. Die Schaufeln habe ich eigentlich auch schon mal in Auftrag gegeben. Warum die, oder ob die schon fertig sind, weiß ich nicht. Das müssten wir auch mal gucken. Und dann glaube ich, wäre ja tatsächlich der nächste Schritt, dass wir dann Pet Store befreien, damit ich mir hier die anderen Arbeiter holen kann, um eben weiter zu forschen, weil was anderes fällt mir jetzt sonst auch nicht ein. Oder wir machen einen Erkundungspart, wenn ihr darauf Bock habt, dass wir einfach rumlaufen und uns spezielle Sachen anschauen oder suchen, dann sagt mir gerne Bescheid. Dann lasst uns mal kurz gucken. Sind hier Eberhauer? Nö. Haben wir hier Eberhauer? Nee, nur Wolfszahn und Hirschgeweih. Wenn ich nicht die Eber tatsächlich wieder ausgeschalten habe. Hier haben wir auch noch 2-mal einen Wolfszahn. Das könnte man natürlich auch noch verkaufen. Morning, Friend. Hier dürften eigentlich nur Bücher drin sein. Können wir doch die auch mal reinlegen. Und kann ich noch mal so ein Fleisch mampfen? Nee. Dann einmal hier. Nee, hier ist auch nichts drin. An Eberhauern. Das ist sehr belastend.
Hier auch nicht. Ach so. Jetzt wollte ich ja gucken, weil wir ja diese drei Schaufeln auch noch haben. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Nee, auch keine Schaufeln da. Ich glaube, mehr Lagerhäuser habe ich ja auch gar nicht. Das ist natürlich doof. Okay, dann gehen wir jetzt kurz mal zu dem Jägerhaus und setzen die Eber wieder an. Dann werden sie wahrscheinlich meckern und sich ständig verletzen, aber na gut. Wo tust du hin so eilig? So. Ach so, ich hab die Eber aber an. Schaut mal her. Ja, wie machen wir das denn? Sollen wir dann mal den Rest dabei ausmachen? Damit sie sich nur auf die Weber, wollte ich schon sagen, auf die Eber konzentrieren. Das macht vielleicht erstmal Sinn, ne? Und dann müssen wir auch die Schaufeln jetzt in Auftrag geben. Juhu. So, die drei Schaufeln haben wir also beieinander. Dann tun wir jetzt mal ganz kurz noch hier das überflüssige Zeug weg. Und dann können wir ja eigentlich auch gleich noch nach Farnworth düsen. Und das Zeugsel da abgeben. Wo waren jetzt Farnworth? Ach, da unten. Ganz, ganz weit weg. Oh, jetzt ist es ganz plötzlich stockfinstere Nacht geworden. Ja, schön, nicht? Dann einmal die Schaufel abgeben. Make it quick. I need to work. Über die Schaufeln, um die du mich gebeten hast, hast du sie? Klar, hier sind sie. Sie sollten robust genug sein, um alles durchzugraben. Ausgezeichnet, Dankeschön. Drei Münzen, Ruhm und Vertrauen. Sehr schön. Wie schaut's denn jetzt eigentlich aus, wenn ich mit dir... Achso. Ja, warte, dann gib uns halt zuerst mal eine andere Aufgabe. Und dann wollte ich eigentlich, ich habe etwas Besonderes für dich anklicken und dreimal die Münze verkaufen. Dann haben wir auch schon wieder 90 Vertrauen gewonnen und sind, ja, Mitarbeiter. Okay, das reicht noch nicht für viel, aber gut. Okay, dann lasst uns mal gucken, denn ich denke, da hinten können wir auch noch was annehmen. So, warte mal, da waren wir schon. Hier, ich glaube, er hat etwas für uns. Nee, sie, sorry. Kann ich dir irgendwie helfen? Gut, ich werde sehen, was ich tun kann. Und dort hinten irgendwo noch? Hier. Bleib stehen. Tim. Gut, und er möchte irgendwelche Werkzeuge. So, jetzt habe ich natürlich keine Fackel dabei. Ich düse jetzt kurz nach Hause und schlaf. Und then we see us tomorrow. Oh nein, es ist ja schon wieder irgendwie gefühlt tiefster Winter. Das ist ja ekelhaft. Schauen wir doch mal, was wir Neues bekommen haben. Krieg und Frieden. Das ist das, was wir machen müssen. Dafür braucht ihr den Eibenkurzbogen. Den kann ich noch nicht machen. Eine herzhafte Bitte, nimm die Gewürze von Gilbert Hopp, dem Kräuterkundler. Das können wir auf jeden Fall machen. Und 5 Riemen zu Tim können wir auch bringen. Das ist überhaupt kein Thema. Schauen wir mal, wo ich Riemen habe. Hier, 1, 2, 3, 4, 5. Easy peasy. Habe ich denn jetzt inzwischen schon irgendwelche Eberhauer bekommen? Nope, leider nicht. Okay. Gucken wir doch mal, wo uns diese Quest hinführt. Eine herzhafte Bitte. Nach Padstow. Oder in die Nähe von Padstow. Ja, alles klar, Leute. Dann würde ich doch mal sagen, dann machen wir doch das jetzt noch. Und geben noch die Riemen ab. Bevor ich den Part dann auch beende. Können wir ja doch einfach mal hier hin düsen. Oh Mann, ich wollte eigentlich gerade noch was essen. Warum sagt eigentlich keiner was? Naja, jetzt möchte ich mal schauen, wenn ich hier einen Setzling ernte, wann ich denn dann mal Samen bekomme. Weil hier gerade so viele sind, müssen wir das einmal kurz testen. Oh, und Lubomir ist unzufrieden. Warum? Aber einen Samen habe ich jetzt nicht bekommen, wie es aussieht. Oh mein Gott, wartet mal, was haben wir denn jetzt hier alles? Tausende Wölfe, da habe ich jetzt mal gar keinen Bock drauf. Oh, und hier haben wir, glaube ich, wieder so einen Schrein. Den habe ich ja tatsächlich auch noch nicht entdeckt. Gibt es da eine Kiste? Ja. Ach, sehr schön. Hat uns auch wieder was gebracht. Oh, Bärenbrötchen. Ist das dein Ernst?
Und gewürzte Gemüsesuppe. Oh, geil. Und Bärenbrötchen. Schnell mal vertilgen, ey. So, aber zurück zu unserem ursprünglichen Ziel, und zwar nicht die Wölfe. Ah, jetzt hat er mich gesehen, der Blödmann. Ich hab keine Lust auf die jetzt hat. Hier sind nochmal Setzlinge. Ja, wie viele Setzlinge muss ich denn ernten, damit ich Samen rausbekomme? Habt ihr da zufälligerweise schon Erfahrung mitgemacht? Nee, ich habe tatsächlich noch keine. Okay. So, und unser Ziel ist da vorne und legt sich auch mit Wölfen an, wie es ausschaut. Wechseln wir mal kurz auf den Bogen. Welcome, Traveler. How can I help you today? Und Gilbert sagt, ach Mann, jetzt rennt er weg, weil hier die Wölfe sind. Geh mal da. Du sollst doch da hochgehen. Ach Mann, doch nicht so. Meine Fresse. Ja, bleibt halt mal auf einem Fleck jetzt stehen. So. Ist noch irgendwo einer, der langweilt. Komm, dann machen wir den auch gleich weg. So. Ist jetzt vorbei oder kommt noch einer? Ich habe zumindest immer noch Kampfmucke. Nee, scheint vorbei zu sein. Sehr schön. Wo ist jetzt unser Typi hingedüst? Toll. Ist der jetzt weg? Na super. Da, einfach weg. Einfach weg. Und wieso haben wir jetzt hier in Farnworth auch nochmal ein Questziel? Ah, ah, da bist du wieder. Welcome, Traveler. So. How can I help you today? Let me take a look. Lass mich mal nachsehen. I should have everything. Danke für die Gewürze. Ich werde mich jetzt auf den Weg machen. Und den Sammelplatz haben wir erforscht. Sehr schön. Okay, nee, alles klar. Dann haben wir das jetzt auch erledigt. Und dann wollten wir nach Farnworth. Dann muss ich aber... Wartet mal, wo ist denn das nächste Reiseziel jetzt? Wo bin ich eigentlich? Da oben. Ja gut, ich meine, die sind jetzt gefühlt gleich weit weg, oder? Nee, wir gehen zu dem da unten wieder. Und was macht denn das arme Katze hier so allein? Seit wann kann man die eigentlich nicht mehr streicheln? Ich finde das richtig ultra mega kackarschig gemein. Ja, jetzt wollte ich mal meinen Unmut hier kundtun. Sich keine Katzen mehr streichen. So, wo bist denn Ziel? Da. Die Anna war es, ne? Ja. Hallo Anna, ich habe das, was du gebraucht hast. Möchtest du es haben? Oh, sie möchte auch noch einen Fleischeintopf. Das habe ich natürlich nicht gesehen. Also, bis bald. Aber, Leute von heute, wir hatten ja noch die... Die Riemen verfolgen. Und die können wir wo abgeben? Wo rennt er? Muss doch gleich hier in der Nähe sein. Hä? Bin ich jetzt schon wieder deppert? Ah, da ist er. Hey, bleib stehen. Ich habe deine Riemchen. Yes? Is there something you need? Was du erfragt hast. Hier, bitteschön. Schilde und Beweglichkeit. Ernten, Einhandwaffen, Zweihand. Wow, jetzt haben wir ja richtig viel bekommen. Krass. Very gut. Dann nehmen wir die gleich mal an. Er sagt, dass seine Tochter entführt wurde. Und ich sage natürlich, dass ich ihm helfe. Ja, und dann beende ich den Part aber an der Stelle auch wieder. War natürlich nicht ultra spektakulär, aber wir haben trotzdem einiges geschafft und ich konnte euch ein paar Sachen zeigen. In dem Sinne, meine Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und wir sehen uns dann im morgigen Part wieder. Bis dahin, macht's gut. Bye.